jetzt schon an. Ja, erst einmal allen ein herzliches Willkommen bzw. einen schönen Vormittag noch. Ich bin wieder zurück nach einiger Zeit. Ich freue mich natürlich auf diese Aufgabe. Bin froh, dass der FC Bayern sich entschieden hat, mich als Trainer zu nominieren. Dafür Dankeschön und ich hoffe, dass ich das auch in der Form dann auch wieder geben kann bzw. zurückzahlen kann. Wie wertvoll ist es für dich eigentlich, dass du den FC Bayern auch schon aus deiner Zeit als Spieler kennst? Ich denke, dass das ein Vorteil ist. Es ist mit Sicherheit kein Nachteil. Ich weiß, wie man hier denkt, wie man hier erfolgreich sein muss. Dementsprechend sind wir darauf vorbereitet, mein Bruder und ich, beziehungsweise unser gesamtes Team. Und dementsprechend werden wir auch handeln. Hasan, hast du ihm schon den Pokalsieg verziehen? Erstmal auch an euch alle herzliches Willkommen. Natürlich auch an Nico. Willkommen in München. Freuen uns sehr, dass wir erfolgreichen Trainer aus den letzten Jahren, sage ich mal, aus Frankfurt jetzt bekommen haben. Ich bin sehr glücklich, dass Nico unser Trainer wird, weil wir kennen uns jetzt lange, haben auch zusammen gespielt und bin froh, dass er hier in München ist und bin sicher, dass wir sehr erfolgreiche Zeit miteinander haben werden. Ist es für dich auch ein kleiner Vorteil, dass ihr beide wisst, wie der andere jeweils tickt? Ja, auf jeden Fall ist das ein Vorteil. Wir haben uns auch als Spieler sehr, sehr gut verstanden, haben uns auch damals viel ausgetauscht. Man kann sich ja vorstellen, wenn damals waren wir Kumpels sozusagen, Freunde, und das ist auch geblieben, sind im Kontakt geblieben. Und klar, dass wir das sofort jetzt, dass wir uns besser, einfacher austauschen können, wenn wir uns kennen. Und das ist ein Riesenvorteil, klar. Vielen Dank soweit. Dann bitte Ihre Fragen wie gewohnt. Kurzes Handzeichen und aufs Mikrofon von den Damen, hübsch gekleidet in Rot warten oder in Blau. Torben Hoffmann, bitte. Ja, Nico, herzlich willkommen. Es wurde jetzt in der fußballleeren Zeit viel diskutiert, auch was die Kaderstruktur angeht. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß haben sich relativ klar positioniert, was die Personalie Lewandowski zum Beispiel angeht. Dass eventuell der ein oder andere aber erstmal abgegeben werden muss, bevor dann vielleicht ein neuer kommen soll. Wie siehst du persönlich die Kaderstruktur und eben auch die Gerüchte um Abgänge und vielleicht auch Neuzugänge? Ja, es ist so, dass der FC Bayern einen sehr starken Kader hat. Wir haben aktuell, glaube ich, 22 Feldspieler plus die Torhüter. Es sind alles klasse Spieler und ich möchte schon zusehen, dass wir diese Spieler dementsprechend auch hier behalten können. Natürlich weiß ich auch, dass im Transfermarkt sehr viel passieren kann. Das ist klar, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber im Moment gibt es diesbezüglich nichts Neues. Mit Lever habe ich telefoniert und habe ihm auch meinen Standpunkt mitgeteilt, wie ich die Sache sehe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Ich finde ihn klasse, ist ein Weltklasse-Stürmer, der viel für den Club geleistet hat und der in der Zukunft sicherlich genauso viel noch leisten wird. Hier vorne Taufik Khalil. Herr Kovac, Sie treten hier in München ja die Nachfolge von großen Trainern an, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, die viel gewonnen haben. Jetzt kommen Sie mit einem Pokal nach München. Wie wichtig ist das, um auch zu zeigen, ja, auch ich habe was, macht es ein bisschen leichter. Hasan hat gesagt nach dem Pokalfinale, ja gut, jetzt hat er uns geschlagen, hat gezeigt, dass er es kann. Ist das so ein bisschen, das hilft einem so ein bisschen? Ja, ich weiß natürlich, dass viele erst einmal schauen, was hat er für eine Vita, wo kommt er her, was hat er geleistet, hat er überhaupt etwas erreicht als Spieler beziehungsweise auch als Trainer. Es ist so, es ist schön, wenn man mit dem Titel nach München kommt, aber das ist nicht in erster Linie deswegen entscheidend, dass ich jetzt hier was vorweisen kann, jetzt Bayern-Trainer zu sein, sondern für mich persönlich bzw. für den Club Eintracht Frankfurt nach 30 Jahren etwas zu erreichen, so etwas Großes gegen eine Top-Mannschaft, das ist schon toll. Deswegen nehme ich das mit. Man sagt immer wieder, ja, jetzt hab ich als Trainer auch eine Kerbe im Colt und das ist auch schön und ich hoffe, dass in der Zukunft schon die eine oder andere Kerbe noch dazukommt. Hier vorne links Julian Wolf. Julian Wolf von der Welt, willkommen. Trainer. Hallo. Eine Frage zum deutschen WM aus. War ja wahrscheinlich für Sie genauso überraschend wie für uns. Und viele haben
gesagt und geschrieben, Kovac ist der einzige Gewinner, weil er die Nationalspieler früher bei sich hat und wahrscheinlich mit in die USA auch nehmen kann. Wird das so sein? Fliegen alle mit in die USA? Und ja, wie sehen Sie das? Ist es wichtig für Sie, alle Deutschen dabei zu haben? Und zweite Frage, wie haben Sie gestern Kroatien erlebt? Ja, zur ersten Frage, ganz klar, es ist ärgerlich, dass die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist. Aber ich als Bayern-Trainer bin natürlich dahingehend schon in Anführungsstrichen auch ein bisschen glücklich, da ich jetzt alle Spieler etwas eher dabei haben werde. Die Spieler, die jetzt ausgeschieden sind, die deutschen Nationalspieler, werden am 25. das erste Training haben. Sie werden knapp vier Wochen Urlaub bekommen, denn diejenigen, die jetzt nicht bei der WM dabei waren, haben 6 Wochen gehabt und sehr viel weniger Belastung auch gehabt, sodass ich mich entschieden habe, dort denjenigen dann etwas mehr Urlaub zu geben. Das heißt, knapp 4 Wochen. Sie werden nicht mit nach Amerika reisen. Sie werden dann dementsprechend hier vorbereitet werden, um dann nicht aus der Kalten ins Trainingslager nach Tegernsee zu fahren. Zur zweiten Frage, klar, ich freue mich unheimlich, denn das ist das, worauf unser Land wirklich hingefiebert hat. Vor 20 Jahren gab es ein großes Erlebnis, ein großes Ereignis und jetzt ist wieder eine Generation am Start, die jetzt 4 Jahre älter ist als noch zu meiner Zeit, die jetzt nochmal einen Sprung gemacht hat, die gestern das Quäntchen Glück auch hatte, das man braucht und ich freue mich und hoffe, dass wir vielleicht noch die nächste Runde auch überstehen können. Gleich nebenan Christian Kunz. Christian Kunz, dpa. Eine Frage an Herrn Kovac. Worauf wird es in den ersten Wochen ankommen? Und können Sie mal Ihre Ziele und Vorstellungen mit dem FC Bayern umreißen? Und eine Frage an den Herrn Salihamidžić. Reinhard Grindel hat auch die Bundesliga so ein bisschen in die Pflicht geholt, wegen des WM-Auses. Wie sehen Sie das? Hat die Bundesliga eine Verantwortung? Muss die Bundesliga Lehren ziehen? Vielleicht können Sie dazu ein paar Worte sagen. Ja, ich weiß natürlich auch, welche Erwartungen hier in München nicht nur von Seiten des Clubs, sondern auch von Seiten der Fans bestehen. Das ist mir ganz klar. Nur ich möchte jetzt auch keine großartigen Plätze oder Titel ausgeben. Wir wissen genau, dass wir arbeiten müssen. Ich möchte oder wir möchten als Trainerteam die Mannschaft besser machen, ja, in allen Bereichen. Das sind tolle Spieler, das sind tolle Jungs, die schon ein hohes Niveau an Qualität haben, aber unser Ziel ist es dort, diese Spieler dann eben auch besser zu machen, um dann dementsprechend die Ziele, die der FC Bayern hat, dann auch eben zu verwirklichen. Die zweite Frage muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ach so. Ja gut, erst einmal klar, kennenlernen. Ich muss jeden Einzelnen kennenlernen, gerade auch die neuen Spieler, die Spieler, die aus den U-Mannschaften kommen. Denn wir haben jetzt nicht den kompletten Profikader beieinander. Dementsprechend werden wir diesen Kader auffüllen. Ich muss die Namen erstmal alle kennenlernen. Ich muss die Spieler kennenlernen. Und klar, Vorbereitung heißt arbeiten. Wir müssen zusehen, dass wir die nötige Fitness an den Tag bekommen. Wir müssen zusehen, dass wir technisch-taktisch uns dementsprechend verbessern. Ich hoffe, dass wir auch vielleicht noch ein zusätzliches System mit integrieren können. Ja, es ist viel vor uns, wir haben viel Arbeit vor uns, aber wir werden die Zeit sicherlich sinnvoll nutzen. Hier vorne rechts, Mario Kott. Entschuldigung, hier war noch eine Frage. Ja, aber die Frage habe ich nicht verstanden jetzt. Nein, ich habe die schon verstanden, aber wir geben Gas und wir alle schauen, dass wir die bestmögliche Saison haben, verstehe jetzt nicht, die Aussage verstehe ich nicht so richtig. Dann hier vorne, Mario Kottkamp bitte. Herr Kovac, Mario Kottkamp, ZDF. Können Sie sich kurz mal als Trainertyp charakterisieren und wenn ja, welche Rolle spielt Ihre Herkunft Berlin-Wedding? Ja, es ist so, es ist immer sehr viel leichter, wenn andere über einen reden. Ich glaube, über mich wurde eh schon sehr viel erzählt und sehr viel geschrieben. Auch ich bin dort aufgewachsen in Berlin in einem Arbeiterbezirk, der ein Randbezirk war, beziehungsweise jetzt sind wir Berlin-Mitte, ja, jetzt sind wir Zentrum. Sehr viele unterschiedliche Kulturen, sehr viele unterschiedliche Nationen.
bin dort aufgewachsen mit vielen verschiedenen Leuten und das hat mich geprägt. Ich musste mich immer in meinem Leben durchboxen. Klar, jeder hat ein gewisses Talent bekommen, in die Wiege, Naturtalent, und das allein reicht aber nicht. Man muss neben dem Naturtalent auch das Arbeitstalent an den Tag bringen, und da hat mich sicherlich meine Eltern, aber auch die Region, wo ich herkomme, geprägt, und das erwarte ich von mir heutzutage auch noch. Ja, ich gehe voran, bin ein Typ, der arbeitet, der gerne arbeitet, der vieles auch vorlebt, aber dementsprechend von den anderen auch erwartet, dass sie es mitleben bzw. auch mittragen, sodass das sicherlich dann auch erklärend ist, wie ich dann auch als Trainer bin bzw. auch als Mensch. Ganz oben, Marc Gabel. Marc Gabel, RTL NV. Ja. Herr Kovac, unabhängig von neuen Zu- oder Abgängen, wenn dann die Nationalspieler am 25. wieder zurückkommen, was glauben Sie, wie schwierig wird das mental, die nach dieser so bitteren Pille des WM aus dann wieder heiß und hungrig zu machen auf den 7. Titel in Folge und möglicherweise mehr? Ich bin der Meinung, dass das gar nicht so schwierig werden wird. Wenn Sie erfolgreich sind und als Weltmeister irgendwo hinkommen oder zurückkommen, dann die Leute wieder zu motivieren, ich denke, das ist sehr viel schwieriger. Jetzt ist etwas passiert, womit keiner gerechnet hat, selbst die Spieler nicht. Die Enttäuschung ist da. Das werden Sie aber im Urlaub vergessen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass Sie am ersten Trainingstag genauso motiviert sind, wie ich das erwarte. Wir haben Ziele, wir wollen uns verbessern. Ich erwarte dort absolute Leidenschaft, Ehrgeiz, Fortschritt. Und das werden die Spieler, auch erreichen. Denn sie sind nicht umsonst hier schon jahrelang. Denn das sind Spieler, die sich selbst motivieren können und die auch trotz der vielen Titel weiter noch Titel sammeln möchten. Hier rechts vorne bitte. Hallo, Marie Schulte-Bockum von Focus Online. Herr Kovac und Herr Salihamidžić, Ante Rebic hat jetzt im Pokalfinale einen Doppelpack gegen Bayern geschossen, spielt eine tolle WM. Herr Kovac, Sie arbeiten schon seit vielen Jahren mit ihm zusammen, auch bei Kroatien. Wäre das jemand für Bayern? Könnte der den FC Bayern in der Zukunft verstärken? Ist ein toller Spieler. Ja, das freut mich, dass er so performt. Jetzt auch nochmal bei der Weltmeisterschaft. Ich weiß, worauf Sie hinaus möchten. Ein toller Spieler, der jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde. Ja, also schließe mich an. Also das ist wirklich ein guter Spieler, hat auch eine gute Saison gespielt, hat ein tolles Pokalfinale gespielt. Und wir haben wirklich einen guten Kader. Deswegen freue mich für Kroatien, dass sie weitergekommen sind. Mit der Links Stefan Kumberger. Herr Kovac, herzlich willkommen. Die Frage geht aber an Herrn Salihamidžić. Ja. Hier. Jetzt ist ja so, die kommende Saison könnte schwierig werden. Viele Spieler haben mit Enttäuschungen WM aus, Champions League, Pokalfinale verloren zu kämpfen. Der Trainer ist neu, ein Umbruch wird weiterhin gefordert. Niko Kovac hat gesagt, er weiß, dass hier immer Titel zählen. Ist denn der FC Bayern auch bereit, eine Saison lang mal die Ziele ein bisschen runterzuschrauben, oder bleibt die Meisterschaft Pflicht? Ich meine, deswegen haben wir einen neuen Trainer und so einen richtig guten Trainer geholt, dass wir genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir wollen Spiele gewinnen, klar. Was dann kommt, werden wir sehen, aber wir werden Gas geben. Wir werden versuchen, oder der Trainer wird versuchen, mit seinem Team die Mannschaft vorzubereiten, richtig gut für die Saison vorzubereiten. Hat volle Unterstützung von uns. Dann werden wir sehen, was am Ende kommt. Wir haben einen tollen Kader. Konkurrenzkampf wird auch gesund sein, glaube ich. Ich freue mich schon auf die Saison. Natürlich jetzt mit dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft werden wir das eine oder andere Gespräch mehr führen müssen. Aber das ist ja unser Job. Deswegen bin ich sehr optimistisch. Mitte rechts, Frank Linkisch. Frank Linkisch vom Kicker, hallo Herr Kovac. Jerome Boateng hatte sich vor der WM mal mit Abwanderungsgedanken getragen. Jetzt hieß es heute oder gestern, er wolle bleiben. Haben Sie mit ihm ähnlich wie mit Robert Lewandowski auch schon mal gesprochen? Und wenn ja, wie planen Sie ihn ein? Nein, ich habe außer mit Robert Lewandowski nur noch mit Manuel Neuer gesprochen. Ich hatte in Frankfurt einen Boateng und jetzt habe ich auch einen und muss sagen, beides tolle Typen. Ja, tolle Persönlichkeiten, tolle Fußballer.
Und so glücklich ich in Frankfurt mit dem Prinz war, so glücklich werde ich sicherlich auch mit dem Jerome hier werden. Bitte links, Manuel Bunke. Herr Kovac, Renato Sanchez ist wieder zurück in München. Wir haben vorher kurz über Ante Rebic gesprochen. War auch nicht immer ganz leicht. Sie haben ihn geformt. Was haben Sie denn sich für, ja, mit Renato Sanchez vorgenommen? Haben Sie mit ihm schon, bestimmt schon gesprochen? Wie ist Ihr Eindruck? Was können wir von ihm und von Ihnen mit ihm erwarten? Ja, es ist ein junger Spieler und junge Spieler oszillieren immer wieder. Das ist völlig normal. Er kommt zum anderen auch wie Ante aus einem anderen Land. Deswegen muss man auch ganz klar Verständnis aufbringen, wenn sich einer nicht gleich in eine ganz andere Gesellschaft integrieren kann. Wir werden versuchen, oder ich werde versuchen auch, es zu schaffen, ihn so zu integrieren, dass er sich hier wohlfühlt. Denn wenn sich jemand hier wohlfühlt, dann ist es auch sehr viel leichter, auch Leistung zu bringen. Dass er Qualitäten hat, das steht außer Frage. Das hat er schon gezeigt und deswegen hat ihn auch der FC Bayern verpflichtet. Und ich freue mich auf ihn, denn er hat wirklich Fähigkeiten, die man in der Bundesliga nicht alltäglich sieht. Ich wünsche mir, dass er den Kampf annimmt, dass er dort auch so motiviert ist, dass er von der ersten Minute an Gas gibt. Und dann bin ich davon überzeugt, dass er hier die Leistungen bringen kann, die wir von ihm erwarten und die er dann letzten Endes auch von sich erwartet. Vorne bitte, Herr. Vorne Blattenberg, Sport 1. Hallo, Herr Kovac. Hallo. Sie sprachen vorhin von einem Telefonat mit Robert Lewandowski, ließen aber ein bisschen offen, über was Sie gesprochen haben. Können Sie das nochmal erklären? Wie läuft so ein Telefonat ab? Und gehen Sie davon aus, dass er zu 100% kommende Saison beim FC Bayern spielen wird? Ja, ich habe ja mit Brazzo bzw. Karl-Heinz Rummenigge und auch Uli Hoeneß gesprochen. Und wir gehen ja davon nicht ab, dass Robert Lewandowski auch dieses Jahr hier beim FC Bayern spielen wird. Das habe ich ihm auch nochmal gesagt, beziehungsweise ich habe ihm Glück gewünscht für die Weltmeisterschaft, habe ihm aber auch gesagt, wie ich ihn sehe, beziehungsweise wie wichtig er für mich ist, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Und eine Wertschätzung habe ich ihm gegeben. Jeder Mensch braucht Wertschätzung, egal wie erfolgreich man ist. Und das war das in dem Gespräch. Es war nicht lang, aber es war to the point. Hier links Philipp Kessler, bitte. Ja, hallo Herr Kovac. Man weiß ja, mit Ihrem Bruder Robert bringen Sie ja Ihren Co-Trainer quasi mit. Wie sieht es denn aus mit einem zweiten Co-Trainer? Und nehmen Sie noch jemanden mit in Ihren Betreuerstab aus Frankfurt? Danke für die Frage. Es sieht so aus, dass ab 1.9. der Peter Herrmann weiterhin Trainer oder Co-Trainer vom FC Bayern sein wird. Also 1.9. ist nicht 1.7. Jetzt werden Sie fragen, warum 2 Monate Pause. Aus privaten Gründen wird er erst am 1.9. dazustoßen, beziehungsweise wir werden mit ihm die Zeit überbrücken, wenn denn die deutschen Nationalspieler kommen, beziehungsweise die Nationalspieler, die jetzt später zurückgekommen sind. Am 25. wird er im Grunde genommen das Training hier in Deutschland leiten, bis zur Ankunft von uns aus Amerika. Und ansonsten ist im Moment nichts geplant. 2 Reihen darüber, Tobias Altscheffel, bitte. Hassan, ganz direkt gefragt, wenn es ein entsprechendes Angebot für Arturo Vidal oder Thiago gäbe, wäre der FC Bayern gesprächsbereit? Transfermarkt dauert bis zum 31.08. Das haben wir auch in der letzten Zeit so gehandhabt, dass wir das intern geregelt haben, dass wir alle Fragen dann erst geklärt haben. Und wenn da was passiert, dann seid ihr sicher die Ersten, die das erfahren werden. Okay. Ja, bitte, vorne rechts. Armin Groh, Antenne Bayern. Hallo. Vielleicht die Frage an beide. Es ist schon angeklungen, Sie haben ein engeres Verhältnis. Können Sie das so ein bisschen konkretisieren? Wie weit geht die Freundschaft? Ja, also wir haben, wie ich schon vorhin gesagt habe, haben wir zusammen gespielt, haben uns in der Zeit sehr, sehr gut verstanden, haben immer mal wieder telefoniert, haben uns in München immer wieder mal gesehen, haben einen ganz guten gemeinsamen Freund, wo wir uns öfters mal alle getroffen haben. Mit Robby habe ich natürlich auch, mit seinem Bruder, haben wir auch zusammen gespielt. Haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Der Robby ist dann zu Juve gegangen. Danach bin ich zu Juve gegangen. Dadurch haben wir auch viele Gespräche miteinander geführt.
Mit Nico habe ich immer wieder Kontakt gehabt. Wie gesagt, also das ist immer wieder mal Telefonat oder mal getroffen und so weiter. Und deswegen ist das jetzt wirklich, macht das Spaß, auch wieder sich auszutauschen. Und bin natürlich auch in den ersten Gesprächen, haben wir uns gleich, ja, wie gesagt, richtig gut verstanden. Deswegen freut mich das. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Bitte links, bitte, ja. Herr Kovac, Florian Kienast, Spiegel Online. Sie haben mit Franck Ribéry und Arjen Robben zwei verdiente Spieler, die sehr viel geleistet haben für den Verein, aber auch traditionell sehr empfindlich reagiert haben in der Vergangenheit, wenn man sie nicht nominiert hat in die Startelf oder wenn sie ausgewechselt worden sind. Werden Sie mit den beiden speziell Gespräche führen, auch um Ihre Autorität von vornherein nochmal zu zementieren und da keine Unruhe aufkommen zu lassen in der kommenden Saison? Als erstes möchte ich das bestätigen, was Sie sagen. Das sind zwei Weltklasse-Spieler, die Tolles geleistet haben in ihrer Karriere, gerade auch für den FC Bayern München, die ein hohes Maß an Qualität mitbringen, eine tolle Persönlichkeit haben. Sicherlich jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Der eine ist so, der andere ist so. Ja, das sind impulsive Menschen. Ja, ich bin auch habe das Deutsche in mir, aber habe auch das Kroatische. Dementsprechend weiß ich auch, wie die beiden denken und fühlen. Und ist doch normal, wenn Spieler irgendwo nicht nominiert werden oder nicht von Beginn an spielen, dass sie in dem Moment enttäuscht sind. Das ist klar. Aber ich werde mit Sicherheit mit den beiden sprechen. Ja, aber nicht in erster Linie dahingehend, dass ich sage, okay, wenn ihr mal nicht dabei seid, dürft ihr nicht sauer sein. Sondern es geht darum, einfach zu sagen, wie wichtig sie sind. Ja, gerade für uns, die wir neu sind, also mein Bruder und ich, das sind Führungsfiguren, die die Jungen mitnehmen müssen. Die Jungen müssen aufschauen auf diese Vollprofis. Das sind Jungs, die tagtäglich arbeiten, die teilweise auch zu viel arbeiten, habe ich mir sagen lassen. Deswegen freut es mich, dass ich mit solchen Kapazitäten auch arbeiten kann. Und wir dürfen nicht immer nur das sehen, was vielleicht negativ ist. Ich sehe es umgekehrt. Ich sehe das Positive und bei diesen beiden gibt es so viel Positives. Da wird das Kleine, was Sie jetzt vielleicht als negativ sehen, gar nicht so zum Vorschein kommen. Hier oben rechts, Mark Lovell, bitte. Willkommen, Herr Kovac. Meine Frage ist an Herr Hasan Salihamidžić. Es gibt Berichte in England, dass Bayern interessiert an Anthony Martial von Manchester United, dass Bayern in diskrete Verhandlungen mit dem Berater von Anthony Martial. Haben Sie was zu sagen, bitte? Nee, habe ich gerade, die Frage habe ich gerade beantwortet. Diese Sachen mit den Verhandlungen, mit anderen Spielern, kaufen, verkaufen und so weiter, das sind alles interne Sachen, die wir nicht nach außen diskutieren. Aber wenn es was zu verkünden gibt, das wisst ihr auch alle, haben wir auch in der letzten Zeit so gemacht, dann werde ich euch das schon mitteilen. Hier oben in der Mitte, bitte. Radio Arabella, Miriam Kropp. Mich würde interessieren, was die Rückkehr nach München für Sie persönlich bedeutet, wenn Sie darauf vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen können. Ja, persönlich ist es was Schönes, denn beim FC Bayern arbeiten zu dürfen, das ist was Schönes. Ja, ich durfte das 2 Jahre, mein Bruder 4 Jahre. Jetzt sind wir wieder zurück. Unsere Familie, ja, ich muss sagen unsere, ich kann nicht sagen meine Eltern, sondern unsere Eltern und unsere Schwester, die leben immer noch in München, beziehungsweise Schwiegereltern von Robert sind auch hier. Es ist nicht allzu weit nach Salzburg, es ist sehr viel leichter jetzt auch zu meiner Familie zu kommen und umgekehrt auch. Deswegen glaube ich, ist das sportlich, aber auch für mich privat, persönlich ein sehr, sehr guter Schritt und ich hoffe, dass ich diesem Schritt dann auch gerecht werde. Hier rechts bitte. Augsburger Allgemeine, Florian Eisele. Herr Kovac, Sie haben gesagt, der Peter Hermann Dauten hat noch private Geschichten zu klären. Darf man erfahren, was da der Grund ist oder wie diese privaten Geschichten aussehen? Also ist privat. Ne? Sie wissen ja, wenn irgendwo privat steht, dann dürfen Sie nicht rein. Ja? Ich glaube, das sollten wir dann auch dementsprechend privat lassen. Ganz weiter Wechsel. Links oben bitte. Maximilian Lotz, Bundesliga.de. Herr Kovac, Ihren ersten Titel könnten Sie im Supercup holen an alter Wirkungsstätte. Was freuen Sie sich auf das Wiedersehen und was bedeutet Ihnen dieses Spiel? Natürlich freue ich mich, denn ich habe in Frankfurt 2¼ tolle Jahre gehabt. Wir haben zusammen vieles erreicht.
Ich komme dort an meine alte Wirkungsstätte, habe dort, ja, was sind das letzten Endes? Sind es dann 1,5 Monate, sind dann vergangen, wo ich dann wieder zurückkommen darf. Ich freue mich darauf und ich bin noch mit vielen in Kontakt. Wir sind in regen Austausch. Ich beobachte das natürlich auch, was in Frankfurt passiert, wer kommt, wer geht und möchte. Aber trotzdem, ja, so viel Egoismus habe ich dann, den Titel dann im ersten Spiel im Supercup nach München holen. Ganz oben rechts, Dominik Fischer, bist du das? Ja, genau, ich bin das. Hallo Nico. Ja, mein Berliner. Ja, genau. Ja, wir haben die WM schon ein bisschen gestreift. Mich würde trotzdem noch mal kurz interessieren, wie die Meinung zu Joachim Löw ist, weil mit seiner Entscheidung ja auch in den nächsten Tagen gerechnet wird. Was denkst du, wie er sich entscheiden wird? Ich weiß nicht, wie er sich entscheiden wird, nur ich bin pro Jogi Löw, denn ich weiß auch, was es heißt, Nationaltrainer zu sein. Ich weiß auch, was es heißt, wenn man nicht erfolgreich ist, dann hauen alle nur auf einen Menschen drauf und ich denke, das ist nicht richtig. Es haben alle einen Anteil daran, wenn man erfolgreich ist und dementsprechend auch Anteil daran, wenn man nicht erfolgreich ist. Ich bin davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um das wieder aufzubauen, die Lehren draus zu ziehen und es gibt in der Bundesliga sehr viele gute Spieler, die jetzt in der Nationalmannschaft eingreifen können in der Zukunft und man muss auch Folgendes berücksichtigen. 4 Jahre vorher haben noch einige Spieler gespielt, die nicht mehr dabei sind. Und diese 4 oder 5 Spieler kann keine Mannschaft so richtig ersetzen. Und das hat in dem Fall auch Deutschland nicht geschafft. Vorne links, David Fairhoff, bitte. Guten Tag, Herr Kovac, David Fairhoff von der Bild-Zeitung. Ja. Sie haben ja sicherlich sehr viele Spiele von der WM gesehen. Wir erleben eine Art Favoritensterben. Können Sie uns erklären, warum das so ist? Was machen die vermeintlich kleineren Mannschaften besser als die großen Teams? Und eine zweite Frage, Sie haben eben schon gesagt, dass einige Altstars etwas viel vielleicht trainieren. Glauben Sie ernsthaft, dass Sie Arjen Robben bändigen können bei sowas? Na, das glaube ich nicht, denn er ist jetzt, glaube ich, 34 Jahre alt und ich werde jetzt seine 34 Jahre nicht so einfach in einem halben Jahr seine Denkweise, seine Handlungsweise werde ich jetzt nicht ändern können. Aber ich werde ihm versuchen, gewisse Sachen aus meiner Sicht zu erklären und ich hoffe, dass er das eine oder andere auch mit annimmt. Favoritensterben, das ist so. Es wäre doch total langweilig, wenn alles schon im Vorhinein klar wäre. Basketball und Handball sind da andere Sportarten. Im Fußball ist es ganz klar sehr viel schwieriger und man sieht die Mannschaften, die gut verteidigen, die Mannschaften, die als Team auftreten, sowohl offensiv als auch defensiv, sind bei dieser Weltmeisterschaft sehr weit gekommen. Also ob das jetzt meine Kroaten sind, ob das Uruguay ist, ob das dann letzten Endes auch jetzt Russland gestern war. Gut, Frankreich ist vielleicht dann auch ein bisschen anders anzusiedeln, aber individuelle Qualität ist sehr wichtig, aber nicht entscheidend. Entscheidend ist die Qualität des gesamten Teams und wenn die dann so auftreten, wie sie auftreten, dann haben sie auch Erfolg. Man sieht es auch jetzt Brasilien beispielsweise, das sind alles individuell sehr gute Fußballer, nur jeder stellt sein eigenes Ego in den Dienst der Mannschaft. Deswegen ist Brasilien im Moment auch so gut drauf und das haben die anderen Mannschaften, ob das jetzt England, ob das Belgien ist, alle in dieselbe Richtung. Und die es eben weniger machen oder weniger gemacht haben, sind dann eben jetzt nicht dabei oder werden vielleicht dann auch noch ausscheiden. Machen wir noch 3 bis 4 Fragen, ganz oben an der Kamera, Bernd Wolt, bitte. Ja, hallo. Es schließt sich an diese Frage an. Bei der WM haben wirklich die Verteidigungsmannschaften überwiegend gewonnen. Welche Auswirkungen hat es auf Ihre Spielweise, Ihre Taktik vielleicht? Es heißt, Ballbesitzfußball ist nicht mehr der Fußball, der dominieren wird in der Zukunft. Was denken Sie? Ja, es ist schwierig. Ja, die Top-Mannschaften haben, wie gestern auch Spanien, fast 80% Ballbesitz, aber wenn sich dort eine Mannschaft formiert und gemeinsam gut verteidigt, ist es schwierig, dort die Lücken zu finden. Man braucht ganz klar Spieler, die 1-gegen-1 Situationen auflösen können, die dort eine Überzahl erzeugen können, damit es dort beim Gegner dann zu Konfusionen kommt. Andererseits muss man auch schnell umschalten können. Man hat es jetzt auch bei den Franzosen gesehen. Ich glaube, der Fußball,
den muss man jetzt nicht nur auf eins runter reduzieren, sondern der Fußball ist sehr vielfältig und jeder einzelne Spieler, aber auch jede einzelne Mannschaft muss schon versuchen, in den vier Phasen des Fußballs gescheit auszuschauen. Wenn ich mal den Ball gewinne in der eigenen Hälfte, dann habe ich die Möglichkeit, auch schnell umzuschalten. Das werden wir versuchen. Wenn es sein muss und der Gegner sich betoniert, dann müssen wir zusehen, dass wir dort Lösungen finden. Aber das ist das Interessante am Fußball. Es variiert immer. Es gibt alle Jahre wieder Neuigkeiten. Und an uns liegt es, das letztendlich so aufzuarbeiten, dass wir diesen Herausforderungen, die wir dann haben, gerecht werden und dass wir dann auch die richtigen Lösungen finden. Taufik nochmal bitte. Wenn der neue Spielplan rausgegeben wird, ist das für viele ja so ein bisschen wie Weihnachten. Die schauen, packen so aus, als sie ausgepackt haben, Hoffenheim gesehen haben am ersten Spieltag. War das für Sie was, wo Sie gesagt haben, schönes erstes Spiel als Bundesligaspiel, als Bayern-Trainer? Und zweitens, gleich kommt Serge Gnabry. Was können Sie uns über den sagen? Was halten Sie von dem? Wie planen Sie mit dem? Ja, also so ein Terminplan, Kalender, der dann rauskommt, den schaut man sich genau an. Und ich muss sagen, die ersten vier Spiele haben es schon in sich. In den ersten vier Spielen spielen wir gegen drei Mannschaften, die in der letzten abgelaufenen Saison unter den ersten fünf waren. Leverkusen war, glaube ich, Fünfter. Also von daher hat es die Sache in sich. Nur das bedeutet für uns auch ganz klar, dass wir sehr konzentriert arbeiten müssen in der Vorbereitung. Wir können uns nicht erlauben, so locker in die Saison reinzukommen, sondern wir müssen schon am ersten Tag dastehen. Ja, wir müssen topfit sein, dass wir der Herausforderung gewachsen sind. Ansonsten, gut, Hoffenheim ist ein schwieriges Los, ja, muss man auch ganz klar sagen. Champions League-Teilnehmer, eine tolle Mannschaft, einen tollen Trainer. Und beim Serge ist es so, der hat in der letzten Saison gegen Hoffenheim zweimal gespielt, zweimal 1-1 und zweimal war er derjenige, einmal in Frankfurt hat ein Tor gemacht und in Hoffenheim hat er sogar aufgelegt. Also von daher bin ich froh, dass er auf unserer Seite ist. Ein Spieler, der in Bremen, aber auch jetzt letztes Jahr in Hoffenheim gezeigt hat, dass er Fähigkeiten hat, die der FC Bayern sucht, die dann sicherlich auch die deutsche Nationalmannschaft hoffentlich auch wieder in Anspruch nehmen wird. Ein Spieler, der schnell ist, ein Spieler, der geradlinig ist, eins gegen eins gehen kann. Das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Das kann den Unterschied ausmachen. Man braucht in der heutigen Zeit solche Spieler, die schnell sind und dribbelstark. Und deswegen freut es mich, dass er da ist und nicht auf der anderen Seite. Gleich wieder bei uns sein. Letzte Frage bitte, Martin Volkmann. Herr Kovac, welche Ziele geben Sie vor für die Saison? Meisterschaft, Pokalsieg, wie realistisch halten Sie es, in der Champions League wieder so weit oder weiterzukommen wie in der abgelaufenen Saison? Und was haben Sie sich taktisch für die Mannschaft vorgenommen? Wie wollen Sie die weiterentwickeln? Sie haben ja in Frankfurt deutlich flexibler agiert als die Bayern in der Vergangenheit. Ja, das mit den Zielen ist immer so eine Geschichte. Es ist mir ganz klar, was erwartet wird. Aber mein Ziel geht in erster Linie dahin, ich möchte versuchen, mit meinem Trainerteam, ja, und das ist mir ganz wichtig, mit meinem Trainerteam, denn wir wollen versuchen, dass wir jeden Einzelnen besser machen, ob das jetzt technisch-taktischer Natur ist oder auch konditioneller Natur oder physischer Natur, denn man kann überall etwas noch rausholen. Und wenn wir es schaffen, in jedem dieser Segmente etwas rauszuholen, dann sehe ich schon die Möglichkeit, dass wir das eine oder andere auch an Pokalen mitnehmen können. Ja, klar, weiß ich, es schwirrt immer hier das eine oder andere rum. Ja, es gab einen Trainer, der hat alles geholt, ja, in Deutschland. Viele andere, ja, die haben nicht drei Titel geholt. Also von daher werden wir erstmal zusehen, dass wir die Spieler besser machen. Und was unterm Strich rauskommt, werden wir sehen. Aber wir sind hier, um letztendlich auch Titel zu holen. Und das wollen wir auch machen. Was war da noch? Sie hatten noch einen Anschluss. Taktisch, ja. Ja klar, der FC Bayern hat seit Jahren, seit Louis van Gaal, einen Spielstil geprägt, der auch letztes Jahr gespielt wurde. Den wollen wir weiterhin natürlich auch spielen, beibehalten. Ich denke aber auch, dass wir schon das eine oder andere modifizieren werden, beziehungsweise vielleicht in einem anderen Spielsystem agieren werden, abhängig davon, wie es die Situation hergibt. Das muss man ja nicht unbedingt am Anfang des Spiels machen, das kann man auch im Laufe des Spiels machen. Das haben wir jetzt auch im Pokalfinale gegen Bayern gemacht. Wir haben mit 4-3-3 begonnen, haben dann umgestellt auf eine Fünferkette mit einer Raute und einem Stürmer. Also man muss schon zusehen, was macht der Gegner, weil es ist nicht mehr so, dass man anfängt mit einem System aufhört. Die
gegnerischen Trainer denken sich viel aus, viel ein, wechseln permanent und das heißt, wir müssen dort auch reagieren können. Das heißt auch, wir müssen dementsprechend auch das eine oder andere einstudieren. Dann haben wir hoffentlich alle Fragen beantwortet. Nico, vielen Dank bis hierher. Danke. Weitere Pressekonferenzen werden natürlich folgen. Jetzt bitte alle Fotografen nach vorne. Es gibt das übliche obligatorische Motiv. Als Spieler hast du das Trikot immer bekommen. Als Trainer überreicht dir der Sportdirektor jetzt deine Trainerjacke. Ja, vielen Dank. Es geht gleich noch weiter. Stopp mit einem weiteren Motiv, denn Serge Gnabry kommt jetzt zu uns, der schon so gelobt worden ist. Serge, kommst du hoch? Und dann machen wir ein gemeinsames Foto mit dem Sportdirektor, mit dem Cheftrainer und mit unserem Spieler Serge Gnabry, der nach einem Jahr der Ausleihe in Hoffenheim jetzt zu den Bayern kommt. Mit seinem neuen Trikot und der Nummer 22. Ja, vielen Dank, Nico. Dankeschön. Alles Gute, viel Erfolg. Du bereitest die erste Pressekonferenz schon vor und der Serge nimmt jetzt Platz an der Seite von Hasan Salihamidžić. Serge, herzlich willkommen auch dir in München. Ja, du warst schon fleißig an der Säbener Straße. Du musst ja eine Verletzungspause einlegen, bist sehr gut jetzt im Plan wieder in der Reha, bist kurz vorm Einstieg ins Training. Wie geht's dir? Ja, guten Tag erstmal. Mir geht's sehr gut. Danke der Frage. Ich bin auch schon eine Weile hier in München, gerade wegen der Verletzung, die ich hatte. Bin da aber auf gutem Wege, fühle mich sehr gut körperlich und ja, freue mich, dass es heute losgeht mit der Mannschaft und dass ich bald auch wieder einsteigen kann und auf die neue Saison mit dem FC Bayern. Hasan, du kümmerst dich sehr intensiv um die jungen Spieler beim FC Bayern München, unter anderem. Welche Bereicherung ist Serge für den FC Bayern? Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass der Serge zu uns kommt jetzt, weil das einfach, wie der Nico vorhin gesagt hat, ja auch Erfrischung, sage ich mal, für unsere Mannschaft ist. Er ist ein junger, talentierter Spieler, der, ja, der sicherlich auch in der deutschen Nationalmannschaft eine große Rolle in Zukunft spielen wird. Ich wünsche ihm natürlich nur, dass er gesund bleibt. Ansonsten bin ich mir sicher, dass er seine Stärken, was Schnelligkeit ist, Dribbling, Torgefahr und so weiter, weiter ausbauen wird. Und ja, ich bin sehr, sehr zufällig. Die erwarten mir oder wir erwarten uns natürlich viel von Serge, weil er einfach Qualitäten hat, was man nicht so oft sieht und die einzigartig sind. Und deswegen freue ich mich, dass das unser Spieler ist. Wie der Nico vorhin gesagt hat, dass er auf unserer Seite ist, weil er einfach ja, Top-Talent ist und bin mir sicher, dass er hier mit dem FC Bayern eine große Zukunft hat. Dann wieder Ihre Fragen bitte. Kurzes Handzeichen wie immer. Taufik Halil hat schon das Mikro. Serge, Ihr neuer Trainer, Ihr künftiger Trainer, der ja schlechte Erinnerungen an Sie hat, weil Sie gegen Frankfurt, glaube ich, ordentlich zugeschlagen haben, wie er uns gerade erzählt hat, hat Sie hoch gelobt und hat gesagt, er glaubt auch, dass Sie einer für die künftige deutsche Nationalmannschaft sind. Im Moment gibt es so ein bisschen Umbaubestrebungen, wie es aussieht bei der deutschen Nationalmannschaft, dringend nötig. Ist das da wichtig für Sie, bei so einem Verein wie Bayern zu sein? Kann das helfen, sich da weiter in den Vordergrund zu spielen? Ja, klar. Also ich denke, die Nationalmannschaft ist immer eine Auswahl, in der du dich durch den Verein qualifizieren musst, durch die Leistungen im Verein. Ich denke, man sieht auch immer wieder, wenn man im Verein nicht spielt, dass es dann schwer wird. Und von dem her versuche ich natürlich, die Bühne beim FC Bayern zu nutzen, um natürlich erstmal hier Gas zu geben für den Verein
und aber auch zukünftig für die Nationalmannschaft, was natürlich auch ein Ziel von mir ist, auch ein Traum, da viele Spiele zu absolvieren. Hier vorne links, David Verhoff. Herzlich willkommen, Serge. David Fehr von der Bild-Zeitung. Du startest jetzt mit etwas Rückstand rein. Weißt du, wie lange du noch Einzeltraining machen musst, schon jetzt? Und was erwartest du dir von dem Zusammenspiel mit Kingsley Coman, mit Arjen Robben und Franck Ribéry auf der Seite in puncto Konkurrenzkampf, aber auch was kannst du dir abgucken, so in die Richtung? Erstmal zur Frage mit dem Gesundheitsstand. Ich bin ja schon seit einigen Wochen hier. Arbeite hart an meinem Comeback und ich glaube, ich bin nicht mehr allzu weit entfernt. Der Ball wird jetzt in den nächsten Tagen dazukommen und dann denke ich, muss man sich auch alle Zeit der Welt lassen, bis man wieder zu 100%, sage ich mal, einsatzbereit ist, und da geht auch viel nach Gefühl. Sobald ich mich bereit fühle, gebe ich ein Zeichen und dann denke ich, steige ich auch voll mit der Mannschaft ein. Zur Frage mit den Mannschaftskollegen, Konkurrenz abschauen. Ich denke, der FC Bayern hat einen großen Kader, einen sehr starken Kader, viel, viel Qualitäten, gerade im offensiven Bereich. Und ich freue mich auf das Zusammenspiel mit den Jungs. Ich würde auch die Frage mit dem Konkurrenzkampf eher nicht so sehen. Wir brauchen alle Spieler bei den vielen Spielen, die wir haben. Und einfach Top-Qualität vorne. Und ich freue mich darauf, viel zu lernen von den Jungs. Gleich davor hat Julian Wolf. Zweiter Wolf von der Welt. Hallo Serge. Viele sagen, FC Bayern, das ist für jeden Spieler eine neue Welt, was den Druck angeht, was die Erwartungen angeht, gerade vielleicht auch international Champions League. Was denkst du da? Bist du bereit für die Champions League? Was hast du dir für Ziele gesetzt mit dem Club, gerade international? Natürlich bin ich bereit, ja. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht hier, sonst würde ich nicht Fußball spielen. Es ist eine Leidenschaft oder auch viel Spaß dabei, die einen antreibt. Und ich freue mich sehr auf den Wettbewerb, dort wieder zu spielen. Gerade auch nach der verpassten Qualifikation letztes Jahr mit Hoffenheim, was natürlich auch super gewesen wäre. Und was war der andere Punkt der Frage nochmal? Im Prinzip, welche Ziele du generell hast mit dem Club? Ziele würde ich ganz kurz fassen, mit dem FC Bayern einfach so viele Titel, wie es geht, zu holen. Hier vorne bitte, Radio Charivari. Alex Eisenreich, Charivari, hallo Serge. Du bist schon ein paar Tage jetzt in München da, hast du gesagt. Abgesehen vom FC Bayern, was gefällt dir an München, jetzt hierher zu kommen? Ja, es gibt natürlich einige Spots. München ist eine große, bekannte Stadt mit vielen schönen Ecken. Ich bin noch nicht allzu lang hier, deswegen muss ich mich da noch ein bisschen mehr auf den Straßen aufhalten, um noch mehr kennenzulernen. Christian Kunz, links vorne bitte. Sie wurden schon letztes Jahr verpflichtet, sind dann den Umweg über Hoffenheim gegangen. Wie wichtig war dieser Schritt nochmal, um vielleicht auch mehr Spielpraxis zu bekommen? Sie haben, glaube ich, schon die Antwort in der Frage gerade gegeben. Es ging viel um die Spielpraxis. Die habe ich jetzt in Hoffenheim vor allem in der Rückrunde gesammelt, da die Vorrunde für mich persönlich nicht so gut lief wegen der Verletzung. Und ja, denke aber, dass ich in der Rückrunde auf meine Spielzeit gekommen bin und das sehr genossen habe und mich auch gut weiterentwickelt habe und jetzt bereit bin. Hier vorne rechts bitte, kurz hochhalten. Ja. Hallo, Marie Schulte-Bockum von Focus Online. Willkommen in München. Danke. Kannst du deinen eigenen Spielstil so ein bisschen charakterisieren? Wie siehst du dich? Wo siehst du deine Stärken? Wo siehst du deine Schwächen, die du vielleicht noch zusammen mit dem neuen Trainer ausbessern möchtest? Ich denke, am besten beschreibt es einfach, wenn man die Spiele anguckt oder die Videos, die es gibt. Ich bin offensiver Spieler, der sehr gerne ins Dribbling geht. Ich denke, verbessert habe ich mich sehr im Abschluss mit der Torgefährlichkeit. Es gibt natürlich immer noch viele, viele Dinge, an denen man arbeiten muss, sei es der schwache Fuß, sei es das Kopfballspiel. Aber da bin ich daran, die zu verbessern und hoffe, dass das dann auch in der nächsten Saison besser klappt. Hier vorne in der Mitte, Florian Plettenberg. Florian Plettenberg, Sport 1. Erste Frage, wie lange haben Sie sich Gedanken gemacht über dieses Wahnsinns-T-Shirt? Es gab ja schon andere Spieler hier. Meins? Ja, die hatten Probleme mit ihren T-Shirts bei der Vorstellung. Und zum Zweiten... Super Frage. Immerhin ein Nike-T-Shirt. Sehr gut. Und die zweite Frage, was zeichnet Sie aus? Was sind Ihre Stärken, die Sie abhebt von Konkurrenten wie Ribéry, Robben und Coman? Was zeichnet Sie aus? Frage mit dem T-Shirt. Es sind viel ausgewählte Sachen in meinem Kleiderschrank, deswegen war es nicht allzu schwer. Ich denke, die Farbe Rot passt ein bisschen hierzu. Und zur zweiten Frage, jeder Spieler ist unterschiedlich. Jeder Spieler hat seine Stärken, seine Schwächen. Es gibt keinen Spieler, den es
irgendwie zweimal gibt. Von dem her denke ich, dass man sich vom einen oder anderen ein paar Sachen dazu abgucken kann. Und das war's. Habe ich gerade aufgezählt. Ich denke, die Frage habe ich auch vorher schon der Dame hier rechts beantwortet. Ich bin Offensivspieler, der, finde ich, in den letzten zwei Jahren noch mal torgefährlicher geworden ist, wie es davor war. Auch gerade die Aktion mit dem 1 gegen 1, wo ich sehr selbstbewusst bin und von dem her das, denke ich, meine Stärken sind. Frank Linketsch, bitte hinten. Eine Frage an Hasan Salihamidzic. Helsingborg hat ja letzte Woche bekannt gegeben, dass der Alex Timosi Andersson, den sie eigentlich ab 2019 holen wollten, jetzt schon vorzeitig zum FC Bayern geht. Warum machen sie das und wie planen sie ihn ein? Ist der erstmal bei der A-Jugend auf dem Campus oder soll der bei den Profis schon mittrainieren? Ja, also erstmal freue ich mich sehr, dass der Timosi zu uns kommt, schon vorher. Das wollte ich unbedingt, weil wenn wir die Spieler verpflichtet haben, dann bin ich auch glücklich, wenn die bei uns sind, weil da gehe ich sicher, dass wir die richtig entwickelt bekommen oder entwickeln können, weil wir ein großes Vertrauen in unsere Jugendtrainer haben. Der Timothy wird erstmal bei der U19 mittrainieren, aber klar, wenn er seine Leistungen bringt, dann kann sich jeder von den jungen Spielern sozusagen qualifizieren, werden wir alles beobachten und werden die auch nach Bedarf zu uns hochholen. Ich bin ja, wie Sie jetzt in der Vergangenheit auch gesehen haben, sehr daran interessiert mit meinen Kollegen, dass wir den jungen Spielern sag ich mal, die Chance geben. Wir werden jetzt in der Vorbereitung, auch in dem ersten Monat, ein Pool der Spieler, sage ich mal, haben, die bei uns trainieren werden. Wir werden immer 12 sein, werden den Kader so auffüllen erstmal. Und da freue ich mich sehr, weil jeder von denen kann sich zeigen, kann den Trainer zeigen, was er kann. Und da bin ich auch sehr gespannt. Wir werden sehr, sehr intensiv trainieren, wie ich jetzt in den Gesprächen mit Nico mitbekommen habe. Und da freue ich mich auch sehr. Ich glaube, Serge freut sich auch sehr darauf. Deswegen ist alles offen. Ich bin, wie ich schon gesagt habe vorher, sehr froh, dass Nico da ist. Wir werden frischen Wind hier reinbringen, auch mit jungen Spielern. Und deswegen jeder von denen hat eine Chance. Ich glaube, wir haben noch zwei Fragen. Und nochmal, wir sind alle daran interessiert, eben solche Spieler zu Bayern München zu bringen und besonders hier beim FC Bayern zu entwickeln und denen auch die Chance zu geben, bei uns zu spielen, klar. Vorne Mario Kottkamp. Serge, wie war denn bisher der Kontakt mit dem Trainer und wie würdest du ihn charakterisieren aus dem, was du über ihn weißt, kennst und wie du ihn in den letzten Jahren gesehen hast? Auf jeden Fall sehr direkt, sehr ehrlich. Macht auf mich auch einen sehr ruhigen Eindruck, sehr sachlichen Eindruck. Ich habe auch schon mit ein paar Spielern von der Eintracht Kontakt gehabt und die mir alle Gutes berichtet haben über den Trainer. Dass mit ihm leicht ist, zusammenzuarbeiten, macht auch einen coolen Eindruck. Und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit. Dann die letzte Frage, hier mit der Links, Manuel Bunke. Servus. Eine Frage zum Thema Professionalität. Wenn man zum Beispiel mit Niklas Süle spricht, über dich auch, ihr kennt dich aus den U-Auswahlen, sagt, du hast in den letzten ein, zwei Jahren bist noch professioneller geworden, arbeitest noch mehr. Kannst du das ein bisschen beschreiben und musst du noch professioneller werden, um dich beim FC Bayern durchsetzen zu können? Ich denke, dass ich die gewissen Qualitäten schon jetzt habe. Ich bin noch ein sehr junger Spieler, werde jetzt erst 23 und ich denke, das ist alles ein Prozess, der bis zum Ende der Karriere hin auch dauert, was man immer noch dazulernen kann. Sicherlich in den letzten ein, zwei Jahren habe ich viel dazugelernt, viel anders gemacht. Man kann es, finde ich, unter dem Aspekt professioneller gut bezeichnen.
Aber es ist auch einfach viel die Lust, viel die Leidenschaft, wenn man einfach wieder auch, sag ich mal, nach einer schweren Zeit bei Arsenal jetzt wieder befreit aufspielen kann und einfach jede Woche trainieren kann, Gas geben kann und dann auch eine gewisse Wertschätzung hat. Ein gewisses Selbstvertrauen, denke ich, macht das viel aus und deswegen gibt es noch viel, was auf meinem Weg passieren wird, noch viel, was ich dazulernen werde und ja, freue mich auf die Reise. Dann vielen Dank euch beiden, Hasan, Serge, viel Erfolg, viel Glück beim FC Bayern, der heute also das Training aufnimmt, das erste öffentliche Training für Sie als Journalisten natürlich, ist dann am Mittwoch 16.30 Uhr öffentlicher Zugang für alle Journalisten. Vielen Dank für Ihr Kommen, schönen Saisonstart, alles Gute, danke. Vielen Dank.